herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Klingenbach-Map. Und ich habe mir so einiges angeschaut, unter anderem das mit den Bären. Und jetzt habe ich eben festgestellt, dass wir da alles Mögliche vorher noch produzieren müssen. Zum Beispiel, warte mal, ich habe sogar extra hier einen Mod mit reingemacht für die Bären, den ich eigentlich gar nicht gebraucht hätte, weil die gibt's schon. Es gibt Gewächshäuser. Natürlich muss man sich auf der Map erstmal auskennen, bevor man die findet. Tue ich noch nicht. Aber ich habe die jetzt hier mal reingemacht als Extra-Mod und habe den Preis ein bisschen angepasst. Ich fand 150.000 für ein so ein Gewächshaus ein bisschen viel. Ich habe es jetzt angepasst auf 50.000. So, und für die Produktion brauchen wir einmal Wasser, Manure, was auch immer das sein mag. Ich habe keine Ahnung. Kartons und Paletten. So, und jetzt ist eben die Geschichte diese, dass wir natürlich für die Paletten und die Kartons uns auch um Holz kümmern müssen. Das heißt, wir brauchen für die Palettenherstellung wahrscheinlich Festholz und zusätzlich noch Hackschnitzel. Und deshalb fahren wir jetzt mal kurz zum Shop. Wir haben zwar kein Geld, aber ich glaube, dann müssen wir uns einfach nochmal ein bisschen was leihen. Damit wir einfach mit der Produktion auch schon mal starten können. Weil sonst brauchen wir natürlich eine ganze Weile, bis es vorwärts geht. Und wir werden uns jetzt eine Maschine zum Hackschnitzel produzieren holen. Und dann können wir da schon mit anfangen. So, ich gehe hier mal über mein Tablet rein. Natürlich nicht hier. Da auch nicht. So, und dann Forstwerkzeuge. Und dann die Brooks. Die möchte ich gerne haben. Aber in schwarz. Und ich nehme an, ich habe nicht genug Geld. Natürlich nicht. Müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen was leihen. So. Dann können wir uns die Brooks kaufen. Das ist nämlich die beste Hackschnitzelmaschine, die ich kenne. Nicht kaufen, mieten. Vielen Dank. So, und dann können wir mal losgehen. Ein kleines Waldstück. Was ich da oben eigentlich gedacht gesehen zu haben. Wir können da ein bisschen Hackschnitzel machen. Viel können wir nicht tun, weil wir haben ja keinen großen Anhänger. Aber der ist auch nicht so schlimm. Muss mal ein paar Mal mehr hin und her fahren. Was sind hier überhaupt? Das ist der Schweinestall. Kommen wir da in den Forst überhaupt rein? Ja. So. Dann werden wir hier gerade mal den kaputten Baum hier fällen. Oh, wir haben keine. Oh, haben keine Kettensäge. Nicht genügend Geld. Ich glaube, ich spinne, Alter. Wir verschulden uns ohne Ende. Ich kaufe jetzt einfach die Moloch. Ist ja eigentlich völlig egal, welche du kaufst. Weil der Preis ist ja gleich. So.
Alle gut, nach unten. So weit unten wie möglich abschneiden. Baum fällt. Zack. Gut. Und dann gucken wir mal, was uns dieser Baum so bringt. Natürlich müssen wir vorne hier noch aufklappen und ein Rohr ausfahren. Warum kann der jetzt den Baum hier nicht nehmen? Ist aber komisch, der muss den Baum nehmen. Das funktioniert hier mit dem Absenken nicht. Ah, ich muss sie vielleicht auch noch. Moment, ich muss sie noch anstellen. Ah. So, jetzt haben wir den Baum drin. Jetzt lädt er uns auch den Anhänger voll. Der wird allerdings gleich voll sein, weil da einfach nicht viel Platz ist. Passt ja, glaube ich, bloß 20.000 oder so rein. Zehntausend sogar bloß. B. Erst zuklappen, ich weiß. So. Also, wir haben den ersten Baum gehäckselt. Den bringe ich jetzt mal. Warte, ich muss mal gerade gucken, wo ich da hin muss. Den muss ich jetzt zum Kartonwerk bringen. Und das ist wo? Hier. Kartonfabrik, Palettenwerk, Schlachterei. Palettenwerk braucht vielleicht auch Hackschnitzel. Da kommen die Leerpaletten raus. Hier kommt Festholz rein. Ich glaube, das Palettenwerk braucht keine Paletten. Aber aus Karton, für Kartons, das war knapp. Für Kartons wird man auf jeden Fall Paletten brauchen. Hackschnitzel brauchen. Wir dürfen hier schon rein, jawohl. Ich probiere mal hier so hinzufahren, dass ich gut stehe. Ihr wisst, meine Fahrkünste mit einem Drehschemel sind nicht so gut. So, kann ich hier gar keinen Hackschnitzel abladen, oder wie? Doch, jetzt. So, I. Hau mal einfach mal Hackschnitzel rein. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz da überhaupt ist. Wir können das jetzt alles machen, weil... Ruhe ausfahren. Weil wir sowieso warten müssen auf zum einen besseres Wetter, damit wir hier mal 5 Grad erreichen.
Dann könnten wir Raps säen. Also zum einen wegen dem. Und zum anderen, weil wir sonst gar nichts machen können im Moment. Deshalb können wir uns einfach mal so um die Restproduktion kümmern, die es noch so gibt. Okay. Da ist noch ein bisschen was drin. Das hauen wir auch gleich noch rein. Wir kümmern uns jetzt einfach so um alle Bereiche ein bisschen. Damit fahren wir, denke ich, am besten. Ja, mal gucken, wie viel da noch rausgeht. Immer noch was drin. Warte mal, eigentlich müsste jetzt... Moment. Da oben müsste was angezeigt werden. 27.000 sind drin. Zum anderen müsste wahrscheinlich der Computer auch an sein. Warte mal. So, Seasons Menü. Nee. So, ich habe hier nichts gesehen. Dann hauen wir hier einfach weiter das Zeug rein. Ah, ich muss mich natürlich informieren. Ja, ich denke, Festholz brauchen wir dafür noch. So. Wir haben hier mal ein bisschen Hackschnitzel reingemacht. Dann, werden wir jetzt noch... Okay, hier ist das Sägewerk, so wie es aussieht. Dann werden wir jetzt noch... Lass mich überlegen. Die Poltergabel kurz holen. Ich weiß, wir haben hier dann ein Problem. Aber die... Ich werde dann später offline noch ein bisschen weiter Hackschnitzel produzieren. Und das wahrscheinlich am Hof irgendwo lagern. Damit wir, wenn nötig, einfach da hingehen und mit der Schaufel ein bisschen Hackschnitzel holen können. Aber jetzt werden wir uns noch ein bisschen um Festholz kümmern. Dazu brauche ich auch den Anhänger. Oh, nicht so schnell. Weil da kann ich das Festholz drauf machen und dann dort abkippen. Ich hoffe mal, es geht auch mit kleinen Holzstückchen. Weil die kann ich mit der Poltergabel hochheben. Die Stämme kann ich mit der Poltergabel hochheben. Und dann direkt in unseren Anhänger reinsägen. So kann ich Festholz transportieren. Stoppschild. Egal. So, die schmeißen wir mal hier hin. Weil wir müssen, wie gesagt, noch die Poltergabel holen. Das heißt erstmal dieses Teil hier. Moment. Dann machen wir das so. Haben wir nicht so viele Probleme beim Rückwärtsfahren. Dann da dann.
Und dann startet vielleicht heute wirklich schon die Palettenproduktion. Das wäre ja imba. Leute. Gebt doch mal ein bisschen Gas hier. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wenn ich hier links war. Müsste eigentlich gehen. So, wenn wir auch ein bisschen die Map kennen. Ich glaube, wir fahren mal hier lang. Müsste richtig sein. Ah, hier, warte mal. Hier sind die Gewächshäuser untergebracht. Also neben Feld 34. Gut zu wissen. Hat vorhin eine Weile gedauert vor der Aufnahme, bis ich die gefunden hatte. So, ich hoffe mal, dass wir noch ein bisschen Festholz zusammenkriegen. Und wie gesagt, dass es auch funktioniert. Weil dafür habe ich ja keine Garantie. Ist ja nur eine Annahme, dass es so, wie ich das denke, funktionieren könnte. Oh Gott. Viel Konjunktiv. Kann aber auch sein, dass wir... Oh. Wir müssen wahrscheinlich... erstmal Bretter herstellen. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich... Ja, wir müssen erst Bretter herstellen. So, wir sägen jetzt mal den hier um. Keine Ahnung, wo ich das Holz abliefern muss. Ist alles so riesig hier. Das gibt's gar nicht. Eigentlich ist die Map nicht so groß. Da kommen Hackschnitzel raus. Ja, guck mal halt mal. Ich würde sagen, ich bringe das Holz ins Sägewerk. Was ist das hier? Das war die Palettenfabrik, genau. Ne, die Palettenfabrik braucht doch... Ey, das ist hier wahrscheinlich alles anders. Also, wir fahren jetzt zum Sägewerk. Schauen, dass wir Bretter kriegen. Ja, ich denke, dass ich hier... Ich brauche hier mit Sicherheit Bretter und keine... Und keine Stämme. Falls es doch anders ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, aber wo muss ich jetzt das Holz abliefern? Hier. Oh, ich habe so keine Ahnung von dieser Map. Dass wir uns alles erstmal selber anschauen müssen. Oh, das wird... Wenn wir uns auskennen, dann wird es so geil.
So, wie angenommen, der arbeitet jetzt noch nichts. Das heißt, der braucht auch noch Hackschnitzel. Hackschnitzel kommen dann, vermute ich, hier rein. In dieses Gebäude. Das ist nämlich so eine Mulde. Und dann wird wahrscheinlich da das Hackschnitzel rüber transportiert, als Brennstoff verwendet und dann geht die Produktion los. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich sehe jetzt hier leider nirgends irgendwelche Hinweismenüs. Vielleicht hier jetzt gleich. Nee. Also hier gibt es leider keine Hinweismenüs. Finde ich ein bisschen schade, weil so jemand Doofes wie ich, der checkt es dann nicht. Aber ich vermute, wie gesagt, hier Hackschnitzel rein. Weil sonst sehe ich eigentlich nirgends, wo das reinkommen könnte. Oder hier drauf, aber ich denke eher, hier kommen die fertigen Paletten raus oder die fertigen Hölzer. Ah, hier haben wir einen Computer, aber den können wir leider nicht öffnen. Ja, die Maschine steht auf grün. Hier kommen Resthackschnitzel raus. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, wir müssen hier noch Hackschnitzel reinmachen und dann startet die ganze Schoße. Ja, das werden wir bis zur nächsten Folge machen. Ich hoffe, dann haben wir schon ein paar Bretter und mit den Brettern können wir dann hoffentlich auch schon die ersten Kartons herstellen, beziehungsweise Paletten und dann Kartons. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis dahin. Danke. Ciao.